Gut, okay, hier bin ich wieder. Die Karte war leider gerade voll, die SD-Karte. Tut mir leid, aber wir machen jetzt einfach geschwind weiter und das dürfte eigentlich kein Problem sein. So, also ich gehe jetzt von dem MG wieder weg und mach weiter die Mission. Wir springen das jetzt mal schnell. Jetzt bin ich MG vom Panzer. Mission zum Ziel des Panzers. Und soweit ich weiß, nicht soweit ich weiß, sorry. Später muss man dann auch selber Panzer fahren. Und ja. Gut. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Und ja, dann kommen wir so langsam dann auch zur Bewertung. Ist ein wirklich schöner Shooter, auch vom Multiplayer-Spiel her. Macht wirklich Fun. Es gibt auch eine Bestenliste und so weiter. Einige Maps. Wirklich schön. Also super, auch für Multiplayer und so. Super, eigentlich der beste First-Person-Shooter gefällt mir eigentlich sogar noch besser wie Nova. Nova bin ich nicht so ein Fan von, sage ich mal ehrlich. Finde ich ganz cool, aber im Vergleich zu DES, also ich finde Brothers in Arms 2 besser wie Nova, sagen wir es mal so rum. Okay. Die Story ist auch relativ interessant und viel besser wie die erste, finde ich. Wie die vom ersten Teil. Und sie dauert auch länger. Und ja, an sich ein super Spiel. Es gibt eigentlich nicht viel zu bemängeln. Außer dass, wie ich finde, wenn man die Story einmal durchgespielt hat, dass sie dann ihren Reiz verloren hat. Ja, und das war jetzt quasi Plus und Minus. Und als Bewertung gebe ich Brothers in Arms 2 4,5 von 5 Sterne, weil es wirklich ein tolles Spiel ist. Ich glaube, es kostet, ich bin mir nicht ganz sicher, 6 € habe ich es damals gekauft. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht kostet es auch nur noch 5, bin mir nicht sicher, oder 5,50. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie teuer es gerade ist. Aber das Geld lohnt sich auf jeden Fall. Und man kriegt dann wieder ein richtig schönes Spiel. Aber was anderes habe ich von Gameloft ganz ehrlich auch nicht erwartet. Also irgendwie, ja. Okay, gut. Das war mein erstes App-Review seit längerer Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache die nächsten Tage auch noch welche. Ich kann euch kurz mal zeigen, was ich noch so zur Auswahl habe. Da hätte ich Skater Nation, Dungeon Hunter, Avatar, Real Football 2010. Und hier noch so mehrere kleine Apps, hier verschiedene Sachen. Simpsons Game habe ich auch noch, Nova habe ich auch noch kein Ding zugemacht, Ice Age und hier noch so ein paar andere kleinere Sachen. Und ja, könnt ihr euch ja einen Wunsch reinschreiben, wenn ihr jetzt sagt, ach, Skater Nation will ich unbedingt ein Ding haben, eine Review haben oder Avatar oder irgendwie sowas. Dann schreibt es einfach in die Comments und dann schaue ich, dass ich das Review zu der jeweiligen App machen werde. Okay, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zu meinem nächsten Review. Kommentiert mich und abonniert mich. Tschüss!